Glück auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Sternensing, denn da sind wir jetzt gerade wieder. Und die Musik ist irgendwie gerade ziemlich laut, aber egal, es wird auch gerade dunkel. Und es ist gar nicht mal so viel passiert hier an dem Haus, was wir in der letzten Folge angefangen haben. Das Haus der Freundschaft, das Haus der Freundesfreunde, Freunde. Weil, ne, ist noch nicht viel passiert, aber wir gehen mal pennen. Und da hinten ist das Netherportal, da müssen wir vielleicht auch nochmal hin heute. Aber es gibt noch andere ganz tolle Neuigkeiten, die ich zu verkünden habe. Automatische Tür, na gut, dann gehen wir nochmal schlafen. Wir sind nicht ganz alleine, denn weit, weit entfernt im weit entfernten Hundsgrab, da ist die Darkseid. Und die ist ja unsere Praktikantin und die passt auf Hundsgrab auf, während wir hier auf Reisen sind. Und das ist ein Weihnachtslied? Okay, wahrscheinlich. Ich habe noch mal ein paar Netherbricks gemacht. Okay, ein paar Netherbricks gemacht. Und wir können eigentlich hier schon mal das Dach durchziehen, dachte ich mir so. Vor allen Dingen können wir hier mal das erste Fenster hinmachen. So, das erste Fenster, da kommt also ein Fenster hin. Hier kommt ja auch ein Fenster hin, genau. Und hier dann dasselbige. Also hier kommen überall kleine Fenster hin für die einzelnen Zimmer. Wer jetzt nicht weiß, was ich hier gerade baue, das wird im Grunde, Kunigunde, Moment, ach so. Im Grunde wird das Haus für unsere Mitstreiter hier aus dem Dreielbenland, ne? Für den Zordan, also das Gasthaus. Wenn die hierher kommen nach Sternensingen, zu Weihnachten oder so, oder vielleicht auch schon vorher, man weiß ja nicht, der Zordan will auch schon vorher kommen, dann können die alle hier unterkommen und können hier sozusagen nächtigen, damit sie alle gleich eine Schlafstube haben. Das heißt, wir müssen Betten machen und wir müssen alles vorbereiten, damit die sich hier wohlfühlen in Sternensingen. Und vielleicht kommen auch welche erst zu Weihnachten, man weiß es nicht so genau. Und deshalb machen wir jetzt hier lauter Gastzimmer, Gästezimmer hin. Ja, und guck mal, wer da ist. Die Sprotte ist angekommen. Und ihr habt natürlich recht, dass die Sprotte hier, ich kann es mal zeigen, nicht drehen kann. Das ist auch echt ein Problem. Deshalb müssen wir hier wahrscheinlich das Hafenbecken noch ein bisschen ausheben, dass sie da dann besser gewendet werden kann. Na, das Eis müssen wir dann selber frei hacken. Und ja, wie hacken wir das frei? Mit unserer Fantasie, liebe Freunde, mit unserer Fantasie hacken wir das frei, das Eis. Jedes Mal, wenn die Sprotte ablegt, ist ein bisschen Aufwand, aber zu Weihnachten ist dann ja auch kein Aufwand zu gering, ne? Zu groß, wollte ich sagen. Ich mache jetzt hier erstmal den hier. Und wir müssen hier noch einen Treppenaufstieg dann hin basteln. Das kriegen wir auch hin, denke ich mal. Zusammen schaffen wir das alles. Wenn man aus den Fenstern rausschaut, wird man nicht von überall gleich einen wunderschönen Ausblick in die Umgebung haben, denn, ja, hier sind halt, stehen die Häuser ziemlich nah beieinander. Das wollte ich aber auch sowieso haben, dass man so einen Ort hat, wo die Häuser ganz nah beieinander stehen, wo man, ja, wo man sozusagen von einer Stube in die nächste gucken kann. Ach ja, es wurde geschrieben in den Kommentaren, ich soll bei der Weihnachtsbäckerei unbedingt, das machen wir auch gleich, unbedingt auch noch Fenster einsetzen. Und da hier ja auch Fenster rein müssen, können wir das gleich mal machen. Ich hoffe, wir haben noch so viel Fenster da. Wenn nicht, haben wir nämlich wieder ein Sandproblem, ja. Und ihr habt so ganz tolle Kommentare geschrieben. Zum Beispiel auch, dass wenn ich das Hafenbecken da freilege, zum Beispiel, dass ich dann noch lieber nicht die Behutsamkeit nehmen soll. Und das ist auch absolut richtig. Denn wenn ich die Behutsamkeit nehme, man könnte hier noch so ein anderes Muster reinmachen, ne? Dass man hier so ein Scheinfenster hat, damit das dann so einigermaßen bleibt im augenscheinlich. So, und hier können wir theoretisch einen Gang hoch machen, ne? Der dann hier oben lang führt. Wenn wir das hier jetzt so aufschlagen, erstmal. Wir machen das einfach mal. So, und hier würde dann die Treppe hochgehen. Richtig, richtig. Das heißt, hier wäre die erste Stufe. So, die Treppe würde dann mehr oder weniger hier aus dem Berg rauskommen. Ja, also, liebe Leute aus dem Dreiemland, die Sprotte ist sozusagen reisefertig. Ihr könnt nach Sternensingen kommen. Ich kann hier natürlich nicht weg, weil ich muss ja hier arbeiten und so, wisst ihr ja. Okay, hier müssten wir natürlich dann auch Wände reinhauen. Das können wir so nicht lassen. Und oben... Wartet mal, sind wir da gleich durch? Nö, da ist noch Gras drüber, das ist ganz gut. Dann können wir hier oben nämlich eine Decke reinzimmern. Das Lied ist irgendwie gar nicht weihnachtlich.
Jetzt kommt wahrscheinlich ein richtiges Weihnachtslied und alle sagen, oh, warum hat er nicht das gar nicht so Weihnachtliche gelassen? Ich mag Weihnachten nicht. Gibt es ja viele Leute, ne? Es gibt tatsächlich viele Leute, die Weihnachten nicht mögen. Ich kann nicht sagen, dass ich Weihnachten nicht mag. Dafür ist es ja im Grunde viel zu sehr in meiner Jugend verankert. Und jetzt brauchen wir Steine, okay. Jetzt brauchen wir wieder Steine, gehen wir mal runter. Hops, und durchs Fenster. Oh, Else, haben sie dich rausgeschmissen mit deiner Lore? Was ist denn hier los? Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Zack, wieder rein. So, gucke, Else. Jetzt kannst du. Else ist auch schon angekommen. Die ist ja mit der Sprotte angereist. Mit der ersten Fahrt, na klar. Logo. Die will ja zusammen mit ihrem Mann, also mit mir, ne, Weihnachten feiern. In Sternsingen. Und ich habe ja schon so viel erzählt von dem Ort. Und jetzt denkt er, was ist denn das für ein Ehemann, dass der seine Else, also seiner Frau, ne, noch nicht mal Sternsingen zeigt. Dieser, Unhold. Sagt man auch so. Unhold, zum Beispiel. Ach, guck mal, da waren auch Steine drin, sehr gut. Packen wir gleich mal neu rein. Dieser Unhold, der muss doch erstmal sie richtig begrüßen. Habe ich doch schon. Wir hatten schon einige Zeit, uns richtig zu begrüßen. Also so ist es ja nicht, ne? Ich bin kein schlechter Ehegatte. Gattetetete. So, wie machen wir das jetzt? Das müssen wir jetzt so aufteilen. So, tschack. Und so. Und zack. Und dann passt es. Und dann haben wir genau zwei Steine über. Ist es nicht klasse? Ist es nicht. Okay. Hieraus können wir uns gleich theoretisch und auch praktisch wieder Ziegelsteine basteln. Und da seht ihr schon, achso, wir müssten auch Netherbrick noch brennen. Brick. Der Mann hat Brick gesagt. Haben wir noch Netherbricks hier irgendwo? 7 Fenster haben wir jetzt zumindest schon mal. Haben wir noch Fensterscheiben? Ist manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, gerade die weißen Fenster. Die werden übrigens im neuen Texturenpack, wenn dann das neue Zeitalter angebrochen ist, noch ein kleines Update bekommen. Na gut, machen wir die erstmal. Und hier brennen wir, keine Ahnung, die. Ja, ich weiß, es ist Verschwendung. Ich weiß. La la. Oh, das ist nicht schaffbar. Und Else, ist sie wieder drin? Hat sie es wieder geschafft? Nee. Die guckt sich bestimmt erstmal ein bisschen den Ort an. Bestimmt erstmal einkaufen. Also so viel gibt es ja nicht. Ach, seht ihr, da können wir gleich mal Fenster einsetzen. Wollten wir ja, ne? Das Problem, nee, 6 reicht ja. Dann setzen wir falsche Haus. Das war das falsche Haus. Setzen wir hier nämlich gleich erstmal Fenster ein. Damit hier nicht wieder der Schneemann reinkommen kann. Ich hoffe, wir haben genug. 16 Stück, ja. Da machen wir nämlich hier jetzt erstmal Fenster rein. Oben sind sie fleißig am Abbauen. So. Jetzt kann es nicht mehr reinschneien. Ich glaube, das war der tut meistens nichts, der es gesagt hat. Und wieder 64 Brote fertig. Da hat schon wieder einer Korn reingeschmissen. Also, das darf da nicht rein. Ihr dürft da kein, ihr dürft da nur fertige Brote reinwerfen, ihr Typen. Das andere hier Zeug. Oh, das ist ja Kokosbohnen. Das ist gut. Da dürfen nur fertige Brote rein, Freunde. Haltet euch da mal dran an die Richtlinien der Backzunft. Hm. Und hier unten können wir den anderen Krust, den sie so verzapfen, reinwerfen. So, nur fertige Brote. Ja, 38 Stück. Wunderbar. Und jetzt können sie mit der Produktion fortfahren. Okay. Hier vorne kommen natürlich keine Fenster rein, weil hier ist ja die Ausgabe. Und so richtig haben die hier noch nicht hergefunden irgendwie. Das ist so in der Ecke gelegen hier. Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Aber hier ist auch schon die Mauer von dem anderen Haus. Und ihr da oben arbeitet schön, ne? Und werft nicht immer Korn hier. Du. Du siehst aus wie jemand, den ich kenne. Hallo, rede mit mir. Willst du handeln? 11 Pfeile? Du handelst nebenberuflich mit Pfeilen? Ha. Das können wir aber machen. Wir können dir mal ja... Warte, pass mal auf. Ihr habt ja Zeit mitgebracht, oder? Und wir wollen ja auch besinnlich sein in Sternsingen, wo wir jetzt gerade sind. Er möchte gerne mit uns handeln. Okay, ich stecke mal das große Portemonnaie ein. Der wird schon sehen, was er davon hat. Und was wollt ihr haben? Seil, ne? Sowas haben wir nicht. Aber eine schöne Krustkiste, yeah. Ich freue mich ja. Nast. Okay, wieder hin. Hui. Der wollte mit uns handeln. Wo war der denn? Hier oben. So. Wo bist du? Da. So, jetzt komm her. Jetzt handeln wir. Ich kaufe dir mal ein paar Pfeile ab. Ich habe eh gerade keine mehr. 2 Stück nur noch. Kaufe ich dir mal 22 Pfeile ab. Was hältst du davon? Total gut, oder? Er überlegt sich was Neues.
ein Bogen für 3. Und das ist dieses dämliche Angebot, was ich nicht mag. Ja, guck mal, kauf dir sogar noch einen Bogen ab. 1, 2, 3. Ich bin ja gar nicht so. Ja, was hältst du davon? Er überlegt. Die überlegen immer ziemlich lange. So, Pfeil im Bogen. Wie, was? Ich kauf dir nicht noch einen Bogen ab. Ich glaube wohl, Freund Schnürschuh. Ach ja, diese Sternensänger. Diese Sternensinker. Ja, Bogen für die Großkiste oder was? Wo habe ich eigentlich meinen guten Bogen hingepackt? Habe ich den verlegt jetzt? Das wäre aber nicht so schön. Ist der hier vielleicht drin? Nö. Dann packe ich den. Nein, der kommt da nicht rein. Wo habe ich denn meinen guten Bogen hingelegt, sag mal? Habt ihr das mitgekriegt? Ist der weg? Ist der kaputt gegangen irgendwann? Wird das schon wieder dunkel? Tatsache. Tralalalalalalala. Noch nicht ganz, ne? Darkseid ist immer noch in Hunsgrab. Und die schafft bestimmt mehr als wir. Als wie wir. Können wir von hier nochmal ein bisschen arbeiten. So, arbeiten aus dem Vorgarten. Wir müssen auch unbedingt nochmal gucken. Das gefällt mir nämlich auch noch nicht so richtig. Das machen wir morgen. Aber jetzt gehen wir erstmal schlafen. Else schläft anscheinend woanders. Okay. Naja. Als Bürgermeisterfrau ist man es gewohnt, auch ab und zu mal allein zu sein. So, Freunde. Da haben wir noch 26. Lalalalala. Ach so, und der Sonnenstern hatte geschrieben, das, oder war es Naemo? Das wäre mit dem Schnee, hier mit dem Schnee, da können wir ja Blöcke rausmachen, ne? Und aus den Blöcken kann man wieder Schneeplatten machen. Ist das cool? Jetzt wird erstmal sagen, oh, wie bescheuert, du baust den Schneeplatten ab und dann machst du da Blöcke raus. Ja, das ist richtig. Ich bin aber nicht total plätt, sondern das Coole ist nämlich, wir können hiermit, jetzt mit den Schneeplatten, können wir sozusagen die Schneehöhe variieren. Das heißt, ich mache das mal irgendwo, wo es geschneit hat. Wenn es hier zum Beispiel geschneit hat, können wir sagen, wir legen hier noch eine Platte drauf. Oder hier 2 Platten drauf. Da können wir so verschiedene Schneehöhen machen. Wenn das nicht cool ist, zum Beispiel könnten wir sagen, hier, da hat es ein bisschen hingeschneit, ein bisschen mehr. Und dann können wir hier verschiedene, den Schnee in verschiedenen Höhen hinlegen. Zum Beispiel, Elsa, hallo, na, wo hast du denn so geschlafen? Ach, du warst auch da, ja, ist mir nicht so aufgefallen. Hier können wir dann zum Beispiel sagen, so, ne? Das ist doch cool. Und damit kriegen wir dann noch ganz viele Möglichkeiten zur Variation. Ja, so ist das. Ich pack die mal beiseite, ne? Wir können die ja später nochmal nehmen, um zu variieren. Okay, jetzt haben wir genug gefaselt. Jetzt müssen wir nämlich hier weitermachen. Und ich wollte hier unten ganz gerne... Vielleicht nehmen wir den hier einfach nochmal einen runter. Zack. Genau. Damit da nicht zu viel von dem normalen Pflasterstein ist. So, zack. Sieht gleich ein bisschen anders aus, ne? Fahrt mir bloß nicht über den Hacken. Autsch, es tut weh. Meine Herren. Und wir werden noch Glas machen müssen, verdammt. Gibt's im Nether nicht eigentlich auch Glas? Ach hier, guck mal. So, okay. Ah. Alter Schwede. So, hier wollen wir eine Treppe hochbauen. Bauen wir die auch aus dem Eichenholz? Aus dem Eichenholz. Das wird jetzt mehr so eine Außentreppe. Erstmal machen wir jetzt hier oben weiter. So. Das kann alles weg hier. Die ganze Wand kommt raus. Wir müssen die ganze Wand rausreißen, Chef. Also, ne? Das kommt alles raus. Ja, und ihr habt ja geschrieben, die Musik soll ich lassen. Die bringt einen so richtig in Vorweihnachtsstimmung. Wenn das der Fall ist... Dann habe ich alles erreicht. Dann ist alles gut. Dann genau das wollte ich nämlich. Euch ein wenig in Weihnachtsstimmung versetzen. So. Dann würde ich aber sagen, ziehen wir das ruhig ganz durch. Dann machen wir nämlich hier gleich den Flur raus. Steht da. Dann wird das Ding nämlich hier noch einen Tuck größer. So. Lalalala. Tuck größer. Jetzt können wir es hier noch runterziehen. So, zack. Das passt ja ganz schön. Und hier unten können wir dann vielleicht noch so eine Geheimkammer reinmachen. Ha, wir bauen überall Geheimkammern hin. Das ist dann total geheim. Ja. Hier kommen die normalen Ziegeln erstmal wieder hin. Oh Gott, wir werden noch Ziegeln holen müssen. Weil wir ja gesagt haben, wir machen die ganzen Außenmauern des Hauses mit diesen Ziegeln. Und dann können wir auch ruhig innen. Müssen wir jetzt
doch nochmal raus. Wir können nicht mehr durchs Fenster springen, sondern ins Nachbarhaus. Ah, kleiner Nieser. Ja, so eine ganz leichten Schnuppen habe ich mir geholt. Aber ich würde es noch nicht Erkältung nennen. Ist alles noch gut. Aber wenn dann mal irgendwann nichts mehr kommt, dann wisst ihr, dann jetzt hat er eine Erkältung. Okay, wir holen uns Holzstufen. Lalala, 16 reicht nicht aus. Aber wir können uns noch mehr davon machen. Und wir können den Stein schon mal wieder wegsortieren. Den und den nicht. Der kommt hier rüber. Inventory Freak, das ist deine Aufgabe. Danke. Oh, hat er sich eben verspielt? Habt ihr das gehört? Ich glaube, er hat sich eben verspielt. Ha, naja. Kommt in den besten Familien vor. Hier kommt Erde rein. Und Netersand ist auch sowas ähnliches wie Erde. Und natürlich hier das. So. Jetzt machen wir uns noch ein paar Stufen. Wir können ruhig alles gleich Stufen machen, weil... Ja, das fällt mir gerade ein. Wir müssen das Dach ja noch decken dann auch später. Das heißt, wir können gleich ein paar mehr Stufen machen. Alles klar. Gut, wir gehen den offiziellen Weg. Guck mal, die sind alle am Glühweinstein und ich renne hier rum wie so ein Blöder. Das heißt, wir könnten hier auch schon mal den machen. Den Eingang. So, und hier kannst du dann wieder hinschneiden, meinetwegen. Also, mir ist es recht. So, die Treppe, genau. Der Treppenaufgang. Zack, zack. Zack, zack. Hier muss also auch, wo haben wir denn hier einen Balken? Ach, der ist hier. Ah, okay. Dann machen wir das natürlich auf der Seite genauso. Damit das alles schön, ja, halbwegs symmetrisch ist. Halbwegs. So, die Decke muss natürlich auch noch rein. Da können wir so nicht lassen. Da überlegen wir uns aber noch was. Hier kommt Netherbrick hin. Der ist auch wasserabweisend. Natürlich, weil ihr wisst ja, im Nether explodiert alles. Also explodiert Wasser. Hört sich komisch an. Also wenn man im Nether Wasser verstreut, dann zischt das und ist weg. Und genauso ist der Netherstein natürlich auch stark wasserabweisend. Und lässt gar nicht zu, dass da Wasser überhaupt in seine Nähe kommt. Deshalb können wir den auch direkt auf den Boden setzen. Das war der Grund. Das wollte ich damit sagen. Nur das. So, jetzt sind wir nämlich hier. Zack, zack. Hier. Hier. Und dann sind wir oben. Und guck mal, es geht sich genau aus. Das kann man auch nicht lernen, teilweise. Da werden wir noch ein bisschen Holz brauchen. Oder man macht es halt so, ne? Wenn man ein kleiner Fuscher ist, dann macht man es so. Fällt gar nicht auf. Im ersten und zweiten Moment auch nicht. So, dann müssen wir nämlich dir hier den Berg auch noch abtragen. Ganz klarer Korn. Der muss auch noch weg. Dann haben wir nämlich hier einen schönen Flur. Und das Haus steht immer noch im Berg. Aber bis hinten hin im Berg im Grunde. Weil hier eh noch eine Etage drauf kommt, passt das ja ganz gut. Und dann können wir nämlich jetzt hier den Flur hinmachen. Sozusagen. Und wir müssen hier die Mauer noch höher ziehen, auf jeden Fall. Ups. Hier, unsere Zimmer werden ein wenig länger, höher als gedacht. Genau. So, genau. Zack. Und der Flur, ja, der kommt dann hier so hin. Ja. Das heißt, wir können das hier so durchziehen. Habe ich noch Eichenholz eigentlich da? Ich glaube mal nicht, ne? Ich glaube mal nicht. So, oh, das war daneben. Aber was will man machen? Kann ich immer treffen. So. Okay, hier haben wir überall Mauern drin. Hier fehlen sie noch. Und ihr seht schon, ja. Uns fehlt schon wieder Netherstein. Das heißt, wir werden wieder in den Nether gehen müssen. Und Netherstein besorgen. Müssen. So. Und hier hinten ist ja die Treppe, das heißt, hier machen wir das dicht. Aber gleich ist Ende im Gelände, 14 Stück haben wir noch. Dafür wird es gerade noch reichen. So. Das heißt, hier die Innenmauer könnten wir auch mit Holz machen, ne? Ah, dann haben wir hier nicht so einen schönen Aufgang. Nö, das will ich auch noch. Das wollen wir dann auch nicht. Hierfür wird es nicht reichen jetzt. Das ist unmöglich. So. Hier kommt das dicht. So, und jetzt haben wir keinen Netherstein mehr. Jetzt habt ihr den Salat. Ich weiß, wir haben noch so ein paar Nethersteine, haben wir noch da. Hier könnten wir es auch noch anders machen. Wenn wir die Etage so ein bisschen
Nee, wir müssen das schon so. Genau, so bleibt das. Alles klar. Autsch. Gehen wir runter. Ja, haben wir nämlich hier unsere Zimmer. Hier liegen überall noch Steine rum. Hier müssen überall noch Trennwände rein. Eieieiei. Einige Arbeit, die noch vor uns liegt. Schon wieder eine Lore rausgefallen. Warum? Ich glaube, das liegt an der Version. Als ich das Ding hier vor einem Jahr gebaut habe, konnten die Loren noch nicht entgleisen. Jetzt können sie es aber wegen der hohen Geschwindigkeit dieses Fahrgeschäftes. Können die Loren entgleisen, was nicht so toll ist. Was nicht so toll ist. Jetzt gucken wir hier mal. Ja, damit kommen wir überhaupt nicht weit. Damit auch nicht. Ja, passt auf. Wir werden mal in den Nether gehen. Ist egal. Wir gehen in der nächsten Folge in den Nether, Peter. Wir müssen uns aber auf jeden Fall unseren Bogen mitnehmen. Das Dumme ist nur, ich habe meinen Bogen ein wenig... Naja, man könnte fast sagen, ich habe ihn verlegt. Wir nehmen uns... Ja, Fackeln können wir uns mitnehmen. So einen Feuerstein sollten wir uns mitnehmen. Wir sollten uns auch ein Feuerzeug machen. Und der da ist schon wieder am Krusten hier. Der Sonnenstern hatte gesagt, dass wir eventuell 2 Stacks von den Bruchsteinen mitnehmen sollten, um uns da so einen kleinen Schutzraum zu machen. Das können wir mal machen. Hören wir mal auf den Onkel. So, das kann hier rein, das kann auch da rein, das steht auch. Der Schnee kommt zum Schneejohe. Den nehmen wir nicht mit in den Nether, ganz klar. Und unsere Portemonnaie nehmen wir auch nicht mit. Das lassen wir schön zu Hause. Würde ich mal sprechen, oder? Ein Eimer Wasser ist auch total albern im Nether. Aber wir wollten uns noch ein Feuerzeug basteln. Das können wir machen. Das ist nicht das Ding, dass wenn das Portal ausgeschlossen wird, dass wir es zumindest wieder entflammen können. So, dann kann das hier noch hier bleiben. Die auch und das auch im Grunde. Ja, dann sind wir doch schon ganz gut vorbereitet. Was meint ihr? Wir pflanzen in der nächsten Folge einen Baum, damit wir mehr von dem Schwarzeichenholz haben. Und jetzt gehen wir erstmal schlafen. Und ich sage, hier aus dem Bett, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen.